Willkommen zurück in der 4. Liga West mit unserer wunderschönen Mannschaft Düren. Wir werden diese Woche gegen Köln Süd spielen. Eine richtig starke Mannschaft, die nur schwer zu überwinden ist. Allerdings haben wir den Aufwind wieder bekommen, dadurch, dass wir gegen Primera Köln 2-0 gewonnen haben und uns super viele Chancen rausgespielt haben. Wir werden Justus Bade fördern. Und werden definitiv mit Irbis Leitner sprechen, der eine ganz, ganz tolle, den ganz tollen Auftakt hier gefeiert hat mit uns. Ganz tolles Spiel gespielt, das war großartig. Und wir werden Cody Blau gute Besserung wünschen. Und wir werden Sertic nochmal loben, weil der auch momentan so eine tolle Phase hat. Der spielt so gut. Ich bin so stolz auf ihn. Das ist wirklich richtig gut. Mit Dan könnten wir auch reden und ihm sagen, dass er vielleicht weniger gelbe Karten holen sollte. Aber ich glaube, unterm Strich ist das soweit alles in Ordnung. Omri Zoha würde ich ganz gerne nochmal mitsprechen. Er ist unzufrieden aufgrund seiner geringen Einsatzzeit. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir gucken mal, ob wir ihn eventuell häufiger einsetzen können. Und er muss uns aber natürlich auch versprechen, dass er sich ein bisschen besser zeigt. Er ist unser teuerster Mann, auch der beste Mann. Allerdings hat er wirklich noch nicht so tolle Spiele gezeigt. Also wenn wir uns mal anschauen, wie er in der Saison gespielt hat. Seine beste Note war eine 2,5. Gegen Aachen und gegen Primera Köln. Und er hat jetzt auch nicht wenig Spielzeit bekommen. Zwei Spiele hat er komplett durchgespielt. Hier hat er 87 Minuten gespielt. 71, 61, 45. Also es ist nicht wenig Spielzeit, was er bekommen hat. Und er konnte uns noch nicht so richtig, ja, begeistern. Ein Tor hat er gemacht. Müssen wir mal schauen, was mit ihm wird. Noch hat er die Möglichkeit, sich zu zeigen. Teamzusammenhalt und auch die Freude im Team ist so ein bisschen zurückgegangen. Wir könnten überlegen, ob wir jetzt endlich mal ein Event machen, um zum Beispiel den Teamgeist zu stärken oder um die Zufriedenheit zu stärken. Ich glaube, jetzt bevor wir gegen Köln Süd spielen, nicht Primera Köln, gegen die haben wir letzte Woche gespielt, könnten wir nochmal den Teamgeist stärken, weil der hat jetzt ein bisschen gelitten und ich glaube, wenn wir das Mittwoch machen, ist das vollkommen in Ordnung. Mit einem besseren Teamgeist spielen wir dann auswärts in Köln Süd und ich würde das so gerne gewinnen. Das wird nicht einfach, aber ich würde es so gerne gewinnen. Das wäre so gut. Alles klar. Wir gucken noch mal ganz kurz bei den Fans vorbei. Fanclub besuchen. Und wir schicken auch noch mal einen Spieler hin. Wen schicken wir hin? Ja, wir könnten hinschicken. Wer würde sich anbieten? Nochmal Sertic. Albert Gunkel, den Kapitän. Das macht ja total Sinn. Okay. Und wir machen nochmal Sport. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Weil das nochmal eine richtig, richtig dicke Woche wird. Einmal hier Sport. Und einmal hier Sport. Ja, abends vielleicht. Weiterbildung, Sprache lernen, Party organisieren, alles coole Dinge. Aber wir wollen uns erst einmal voll und ganz auf den Verein konzentrieren. Wir haben ein Bankguthaben von 10.000. Wir können später, wenn der Verein an die Börse geht, können wir sogar mit unserem Geld Anteile des Vereins kaufen. Wenn wir reich genug sind, könnten wir den Verein aufkaufen, in der Theorie. Aber wir sehen, jetzt kostet schon 1% 300.000. Also richtig viel werden wir dann doch nicht kaufen können. Jedenfalls nicht mit unserem Gehalt. Und wenn wir aufsteigen und besseres Gehalt bekommen,
dann werden die Anteile ja auch noch teurer werden. Noch sind wir aber nicht an der Börse, das müssten wir erst machen. Dafür müssten wir 2 Jahre im Amt sein, es müsste eine Mitgliederzustimmung geben, dann müssten wir Investoren suchen und so weiter und so fort. Das ist ein langer Prozess, den wir jetzt erstmal nicht machen. Nein, nicht mehr BIS. BIS brauchen wir nicht. Wir werden diese Woche komplett auf Standards gehen. Nicht ganz. Wir werden nochmal Pressing und Gegenpressing üben, auch um so ein bisschen wieder in die Kondition reinzukommen. Also dieses doppelte Spiel in der Woche zuvor hat uns wirklich ein bisschen Nerven gekostet. Dann gehen wir ins Tapering rein. Ins Doppelte. Morgens machen wir hier die Freistöße. Dann gehen wir abends in die aktive Erholung rein. Hier gehen wir nochmal in Eckenstrafraum. Freistöße, Eckenstrafraum. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Dann können wir hier wirklich unsere Standards nochmal ein bisschen verbessern. Das finde ich gar nicht verkehrt. Gehen ins Trainingslager natürlich. Gegen Köln Süd. Und ihr bist Leitner. Das war wirklich ein super Spiel. Das war ein richtig, richtig super Spiel. Er freut sich über das Lob. Cody Blau, gute Besserung. Er freut sich über unseren Besuch. Sertic, ey, du bist echt eine Bank. Letztes Spiel war super. Sertic meint, dass er zwar nichts gegen einen Lob hätte, ihm das aber so langsam ein bisschen peinlich sei. Okay, er wird zu oft gelobt. Wir werden aufhören, Sertic, aber sei dir gewiss, wir sehen, dass du richtig gut in Form bist. Omri Zohar. Was sagen wir dir, um dich wieder ein bisschen glücklicher zu machen? Wir werden eine gute Saison spielen. Sie haben Omri zwar versprochen, dass das Team eine gute Saison spielen wird. Ja, aber das ist ja auch klar. Wir sind ja gut dabei. Die Frage ist halt nur, ob wir aufsteigen. Aber das haben wir nicht versprochen. Team-Event Klettergarten. Die Spieler lernen sich aufeinander zu verlassen. Sie müssen gemeinsam Hindernisse bewältigen und fangen ihre Kollegen bei kalkulierten Stürzen auf. Der Teamgeist steigt um 3 Punkte. Sehr schön. Interesse an Cedat jedes Jahr bitte. Immer her mit den Angeboten. Wir brauchen das Geld. Der Fanclub freut sich über unseren Besuch. Heute ist Derby-Tag gegen Köln Süd. Auch das ist ein Derby. Cool. Und wir stellen uns mit unserer Mannschaft auf. Omri Zohar hat mit uns gesprochen. Du wirst aufgestellt. Haben wir Den am Start? Ja, Den kommt rechts hin. Sertic wird aufgestellt. Rechts ist hier Helik. Stefan Himmel ist da. Guido Rasch kommt für Albert Gunkel rein. Weil Albert Gunkel einfach kaputt ist. Wir müssen wirklich mal die Trainingsgruppe jetzt machen. Nächstes Mal. Dass sie ein paar Mal nicht mittrainieren, weil die sind echt zum Teil richtig müde. Okay, ihr bist Leitner hier drin. Herr Gett, Nikolas Dirks ist, glaube ich, nicht verkehrt. Gerade gegen Köln Süd sollten wir auf unsere besten Leute setzen, was das angeht. Mit Stefan Himmel und Irbis Leitner haben wir schon 2 Jungspünde. Wisst ihr was? Stefan Himmel spielt nicht. Das ist mir zu gefährlich gegen Köln Süd. Irbis Leitner können wir reinsetzen. Wir hätten eh keinen, der stattdessen spielen könnte. Sertic könnte dahin, aber dann müsste Stefan Himmel wieder nach hinten. Also Leitner hier macht schon Sinn.
Ansonsten spielen wir mit fast der besten Aufstellung. Albert Gunkel haben wir halt nicht dabei. Aber der ist auch echt kaputt. Hoffmann, Hermann. Horos haben wir. Guckt mal, Horos ist am Start. Horos kann wieder spielen. Er ist natürlich kaputt. Könnte aber später für Leitner kommen. Das ist ja gut. Also, wir haben Himmel, wir haben Albert Gunkel, wir haben Horos. Zwei richtig gute Leute, die wir reinwechseln können. Nino Weinmann könnte auch für Bade kommen. Hat sich aber in letzter Zeit schlecht entwickelt. Lennart Matzke könnte auch für Bade kommen. Wenn wir führen, wäre das eine Möglichkeit, sonst Nino Weinmann. Und wir nehmen natürlich auch noch Finn Knut mit für die rechte Mitte. Alles klar. Wir werden hauptsächlich über die Flügel angreifen. So, vielleicht. Wir spielen offensiv. Wir spielen offensiv gegen Köln Süd. Valentin Bier. Manuel Haug ist ein bisschen schlechter. Hier, Jesper Lenz. Der ist ein bisschen schlechter. Okay, ich bin gespannt. Bin sehr gespannt, wie das werden wird. Gegen Köln Süd müssen wir uns anstrengen. Es zählt nur diese eine Aufgabe. Was nehmen wir mit? Das ist ein wichtiges Spiel heute. Wir haben hier die Motivationspunkte wirklich hart ausgegeben schon. Oh Mann. Aber wir sind auch auf Platz 1 gekommen zwischenzeitlich, jetzt auf Platz 2. Wir merken, jetzt gehen uns hier die Punkte aus. Platz 2. Wir müssen das gewinnen. Teamgeist geht nach oben. Und ihr bekommt 300 Euro, wenn wir gewinnen. Wen können wir nochmal extra motivieren? Ihr bist Leitner. Dan Wallace. Und Justus Bader. Also schön, dass Mittelfeld an dieser Stelle motiviert. Damit gute Chancen rausgespielt werden. Ich bin sehr gespannt, was es wird. Anpfiff Köln Süd gegen Düren. Und wir bekommen direkt den ersten Angriff. Bade auf Nicolas Dirks. Rausgespielt auf Hergert. Justus Bade durchgesteckt auf Leitner. Tor! Wow. In der dritten Minute das 1:0 gegen Köln Süd im Derby. Auswärts auch noch. Und da waren wirklich viele dabei, die wir gerade motiviert haben. Gerade insbesondere Bade und Leitner. Das sah sehr gut aus. Konter Düren. Dirks auf Leitner. Steckt durch auf Luis. Her geht's! Knapp vorbei. Verfehlt um einen halben Meter. Okay, ich hätte gedacht, das hier wird eine richtig enge Partie. Aber Köln Süd kommt richtig schlecht ins Spiel. Sertic mit dem Eckball. Dan Wallace! Auch ihn haben wir motiviert. Diesmal scheint alles aufzugehen, was wir eingestellt haben. Nochmal Eckball, Sertic. Er kann das. Wir haben Standards geübt diese Woche. Leider nichts. Neo Brückmann fängt den Ball ab. Köln Süd in der 18. Minute. Eckball für Düren. Sertic. Auf Dan Wallace wieder. Leider übers Tor, aber das sieht schon gut aus. Das macht ihr gut, meine Lieben. Das macht ihr gut. 4 Chancen bereits. 65% Ballbesitz. Was ist denn da los, fragt man sich.
Wir zeigen von Beginn, dass wir hier gewinnen wollen. Aber sowas von. Mönchengladbach führt auch schon in Wegberg. Das sieht für uns ganz gut aus. Ein guter Einstieg hier. Aber auf ein 1:0 darf man sich natürlich nicht ausruhen. Insbesondere, weil Köln-Süd sich Ballbesitz zurückerkämpft. Und sie könnten motiviert aus der zweiten Halbzeit rauskommen. Oder aus der Halbzeit rauskommen in die zweite Hälfte. Da ist hier noch gar nichts gegessen. Die hatten einen schlechten Start. Die hatten einen richtig schlechten Start. Aber jetzt gerade zum Ende haben sie nichts mehr zugelassen. Wir können loben. Und zwar Leitner. Leitner, du machst das super für deine Stärke. Wen können wir motivieren? Wir haben Dan gesagt, du kannst das besser. Wir haben dir gesagt, dass du dich anstrengen sollst. Akzeptiert die Kritik. Unsere Leute sind zum Teil sehr, sehr, sehr kaputt. Ich würde sie trotzdem erstmal genauso aus der Halbzeit kommen lassen. Weil das hat so gut funktioniert. Der Gegner noch deutlich frischer als wir. Gehen trotzdem genauso raus. Angriff Düren. Wir kommen gut aus der Halbzeit heraus. Nicolas Dirks. Auf! Justus Bade! Auch er wurde motiviert vor dem Spiel von uns. Das ist gut. Das machen sie gut. Alles scheint aufzugehen. Wir bleiben beim Ballbesitzvorteil. Köln sieht mit einem ultra schlechten Tag anscheinend. Ich weiß nicht, was da los ist bei Köln. Angriff Düren. Luis Heggett. Spielt in den Strafraum, leider nichts geworden, aber guter Versuch, ich habe nichts dagegen. 58. Minute. Wir sind bereits bei 5 Chancen, haben leider nur eine umsetzen können. 65. Minute. Es bleibt richtig, richtig spannend. Der Sieg gegen Köln-Süd ist wichtig. Wir haben erst ein Tor machen können. Wir wechseln aus. Justus Bade ist vollkommen kaputt. Wir könnten Nino Weinmann reinbringen. Der beste Mann, den wir hier dafür reinbringen könnten. Wir könnten aber auch Matzke und Knut die Chance geben. Mit einer doppelten offensiven Mitte. Das ist nicht ihre Lieblingsposition. Das könnten wir durchaus mal ausprobieren. Aber nicht gegen Köln-Süd. Wir holen Nino Weinmann rein. Wollen wir noch jemanden entlasten, ist die Frage. Raus für Leitner vielleicht. Dann hat Horos auch endlich mal wieder ein bisschen Spielzeit. Ross für Leitner. Den Rest lassen wir erstmal so. 76. Minute. Wir haben nochmal ein paar schwache Leute ausgewechselt im Mittelfeld. Also die von der Fitness her schwach sind. Werden noch weiter wechseln. Und zwar kommt Franzen für Heggett. Finn Knut
kommt für Nicolas Dirks. Omri Zoha lassen wir durchspielen. Sertic geht auf die rechte Außenverteidigerposition und Stefan Himmel löst den super angeschlagenen Sebastian Helig ab. Weiter geht's. Die letzten Minuten. Konter Düren. Omri Zoha, du kannst es jetzt zeigen. Zeig, was du kannst. Spielt ab auf Franzen, stech durch auf Dan Wallace. Tor! Wir haben an ihn geglaubt. Wir haben ihn motiviert. Und dann macht er das Ding. 2:0. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Defensive. Und sagen, wir gehen dieses Spiel konzentriert an. Letzten Minuten können wir ein bisschen entspannen. Es gibt eine Minute obendrauf. Und da haben wir Köln Süd mit 2:0 besiegt. Ibis Leitner freut sich. Dan Wallace freut sich. Und die Frage ist, wie nimmt es Justus Bade auf? Freut sich auch. Alle drei Ansprachen haben sich gut ausgewirkt. Alle drei sind glücklicher geworden. Sehr, sehr gut. Tolles Spiel. Ganz, ganz tolles Spiel. Sertic wieder eine 1,5 bekommen. Wahnsinn. Dan Wallace immer eine 2:0. Omri Zoha eine 2,5. War jetzt nochmal maßgeblich an einem Tor beteiligt. Hat sich ganz gut gezeigt. Mönchengladbach natürlich auf Platz 1 weiterhin. Wir haben uns aber sehr weit vor Platz 3 gedrängt. Mit 39 Punkten auf Platz 2. Okay, das sieht gut aus. Also da sind wir jetzt wirklich mit einem schönen Abstand vor Platz 3. Allerdings steigt nur der Erste auf. Das ist halt das Problem. Mönchengladbach 2 zeigt hier gerade einfach, wie stark sie sind. Tordifferenz von 36. 3 Punkte für Düren. Und da kommen auch die Torjäger. Boah. 3 Stück von Mönchengladbach. Nicolas Dirks rutscht auf den 9. Platz runter. Hier drüben bei den Topscorern immerhin auf Platz 3. Auch hier kommt die Bank aus Mönchengladbach. Und Köln Süd wackelt hier auch in diesen Bereichen. Sind wir in der Elf des Tages? Leider nein. Wie entwickeln sich unsere Spieler? Ibis Leitner plus 5. Großartig. Guido Rasch. Stefan Himmel sollte jetzt den Stufenaufstieg bekommen. Sehr schön. Wenn Knut entwickelt sich. Und Justus Bade bekommt seine neue Position. Dadurch werden wir ihn noch besser einsetzen können. Der hat jetzt eine 4,5er Wertung auf dem offensiven Mittelfeld, weil wir ihn da jetzt so viel eingesetzt haben. Und die normale Mitte ist jetzt seine Nebenposition und Rechtsmitte kann er auch spielen. Sehr cool. Und Stefan Himmel bekommt ein Upgrade um 0,9, glaube ich. Und ist jetzt bei 3,9. Sehr, sehr stark. Gut gemacht. Gut gemacht, mein Lieber. Marktwert von 440.000 hat er jetzt. Sehr, sehr stark. 20 Jahre zwar schon alt, aber ein Talent. Wir können ihn weiterhin fördern. Gefällt mir. Robert Franzen ist aufgrund seiner Einsatzzeiten unzufrieden. Ist auch ein Spieler, der langfristig keine Zukunft bei uns hat. Wir gucken mal, wen wir fördern. Matzke ist fast soweit.
Aber wir haben ihn schon dreimal gefördert. Komm, wir gehen nochmal auf Cody Blau. Den haben wir erst zweimal gefördert. Sehr gut. Dann schauen wir mal ganz kurz rein, was wir machen. Also wir spielen gegen Gelsenkirchen 2. Die stehen momentan auf dem 10. Platz. Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Okay. Ich bin, glaube ich, ganz zufrieden. Wir haben, glaube ich, nichts großartig zu erledigen diese Woche. Wir können auch mal einen Spieler schicken. Den Wallace. Gehen wir mal hin. Sport 3 machen wir nicht. Und jetzt gehen wir mal in eine Trainingsgruppe rein. So, jetzt haben wir hier reguläres Training. Jetzt haben wir hier Trainingsgruppe 2, die sich auf Regeneration konzentriert. Und da schieben wir mal rein, alle, die nicht so richtig frisch sind. Gunkel, Herget, Dirks, Sertic, Justus Bader, Helig, Dan Wallace, Johannes Ulrich, Omri Zoha. Alle, die unter 80 sind, was die Frische angeht. So, und dann können wir noch eine neue Trainingsgruppe machen. Die können gerne mal ein bisschen auf Kondition gehen. Hier. Diese Kandidaten nämlich. Die haben nämlich Konditionsprobleme. Mach das mal. Und die hier, die machen individuelle Fähigkeiten diese Woche. Das ist so eine kleine Gruppe, die jetzt hier trainiert, da wäre es Quatsch, irgendwie Teamsachen zu trainieren. Er macht individuelle Fähigkeiten. Komplett. Und hier machen wir noch ein bisschen Auslaufen. Trainingslager gehen wir rein. Dann läuft das, glaube ich. Also eigentlich wollen wir natürlich hier nur eine zweite Trainingsgruppe machen für die Verletzten, die so komplett keine Kondition mehr haben oder komplett Probleme mit der Frische haben. Aber ich glaube, es lohnt sich hier auch wirklich mal ein paar Leute ein bisschen besser aufzubauen. Zumindest eine Woche lang. Und die hier, das ist halt so ein weder gemischter Haufen, die machen ihre individuellen Fähigkeiten. Die trainieren das einfach. Sehr schön, ich glaube, das ist eine ganz gute Woche. Stanko Helig hat sich verletzt, ist nicht ganz so schlimm. Gehirnerschütterung für 21 Tage, ja, können wir ersetzen, das ist kein Problem. Und dann geht es rein, erstmal in das Tor des Monats. Und das bekommt wer? Die Eintracht! Angriff Einheit Frankfurt, Simon Raab. Auf Buritos, Gürz, Lupfer, Pfostentor, ja, kann man machen, finde ich nicht schlecht. Rookie des Monats, leider niemand von uns dabei, schade, das wäre cool gewesen. Aber vielleicht ist da ja jemand, den wir uns anschauen könnten. Torben Erwin, 20-jähriger Torwart mit 4,7. Mika Murganovic, 22 Jahre, offensives Mittelfeld, 3,8, reicht mir nicht. Linke Außenstürmer brauchen wir nicht. Wir haben gute Torwarte, die wir beobachten. Nee, ist niemand für uns dabei. Aber man könnte natürlich auch mal bei den anderen Ligen schauen. Haben wir hier irgendwo einen Stürmer? Rechtes Mittelfeld, 18 Jahre.
Leonid Kollmann. Jetzt schon 500.000 Marktwert. Ja, okay. Können wir vergessen, können wir uns eh nicht leisten. Und jetzt kommt das nächste Spiel. Ein Mitarbeiter hat gekündigt, weil seine Abteilung komplett überlastet war. Wir gucken uns das auch nochmal an. Jetzt erstmal spielen wir gegen Gelsenkirchen 2. Rechts außen spielt Dan Wallace. Stefan Himmel kommt für Ulrich Johannes. Mit 3,9 ja auch ganz gut dabei. Irbis Leitner im defensiven Mittelfeld. Gunkel spielt von Anfang an. Ja. Und Cody Blau bekommt auch wieder Spielzeit. Vasertic kommt natürlich mit. Der kommt natürlich mit für wen? Weiß ich noch nicht. Gucken wir gleich mal. Rechtes Mittelfeld. Das macht Finn Knut. Und wen nehmen wir noch mit? Also Johannes Ulrich ist ein guter Innenverteidiger, den wir mitnehmen sollten eigentlich, aber Sertic ist ein bisschen wichtiger. Links außen Guido Raschoros für das defensive Mittelfeld, Nino Weinmann für die Offensive, Matzke für Omri, Nick Jünger und Robert Franzen. Stimme sollten wir auch mitnehmen. Okay, dann wird Johannes Ulrich zu Hause gelassen. Ansonsten sieht das alles ganz gut aus. Mit dieser Aufstellung gehen wir rein gegen Gelsenkirchen. Die sind sehr kaputt. Wow. Wow, sind die kaputt. Okay, das sollte für uns gut möglich sein, wenn wir schnell spielen. Wenn wir über die Flanken gehen. ...69% der Angriffe kommen über die linke Flanke. Nicht ganz. Aber schon so ein bisschen in die Richtung. So vielleicht. Ja, ich bin zufrieden. Das wird unsere Aufstellung, wenn wir hier die Zweikämpfe annehmen sollte, das reichen. Der Gegner ist komplett aus der Puste raus. Das sollte in Ordnung sein. Da brauchen wir nichts versprechen, da geht es einfach so rein. Mit einem normalen Einsatz sollten wir das hinbekommen. Die Fitness ist komplett kaputt, komplett gebrochen. Aber er strengt sich an. Die strengen sich ordentlich an. Teamstärke von 49, wir von 61. Das sollte tatsächlich reichen, eigentlich. Wir schauen mal, ob es wirklich so ist. Torraumszenen lassen jedenfalls bisher auf sich warten. Angriff Düren, Finn Knut. Was auf der linken Seite zu suchen hat, weiß ich nicht, denn Wallace Dirks. Sehr schön. Gehalten von Elias Schäfer. Oh, das ist der Torwart, den wir beobachten, meine Lieben. Das ist der Torhüter. Stimmt, der gegen Köln Süd so gut gehalten hat. Hat nur eine Stärke von 3,6, aber wir wissen, was er für eine Bank ist. Okay, cool, ihn jetzt nochmal live zu erleben. Unser Einsatz reicht noch nicht. Der Gegner ist aber auch ordentlich im Einsatz drin. Schaut mal, wie die laufen. Schaut mal, wie die laufen hier. Wow. Erste Halbzeit relativ unspektakulär. Wir werden uns in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr anstrengen. Und die werden nicht viel gegenhalten können. Wir werden jetzt mit dem Einsatz hochgehen und die werden nicht viel gegenhalten können. Das wird, glaube ich, witzig werden.
Wir lassen auch alles so, werden aber später nochmal wechseln, weil wir jetzt nochmal richtig Gas geben. Es zählt heute nur diese eine Aufgabe. Wir geben jetzt richtig Gas. Und der Gegner wird nicht gegenhalten können, weil der ist komplett kaputt. Gelbe Karte für Ramzi Tashkiran. Er hält besser gegen, als ich gedacht hätte. 60. Minute. Schmerzeschwäche, die den Körper verlässt. Vierer Fitness. 5, 9, 4, 3. Die müssen wir doch jetzt auslaufen können. Jetzt müssen wir mal Gas geben. Angriff Düren. Jetzt können wir sie austänzeln. Omri Zoha. Auf Justus Bade. Tor. Omri Zoha. Gut gemacht. Wir haben dich natürlich besonders im Blick. Doch, Gelsenkirchen kontert. Gut gespielt. Marvin Krieg kriegt irgendwie noch ein bisschen Zug drauf. Und lupft über Duwe hinüber. 63. Minute, eher 1-0 für uns, aber sofort nachgesetzt von Gelsenkirchen. Aber jetzt gibt's die Gelb-Rote. Jetzt gibt's die Gelb-Rote. Die müssen noch mehr rennen. Haben eine Fitness von 0 zum Teil. Wir bringen jetzt frische Männer rein. Wir bringen jetzt frische Männer rein. Nur Wien. Wien bringen wir. Gute Frage. Wen wollen wir bringen? Franzen für Herr Gett? Sertic für Cody Blau? Horos für Leitner? Matzke für Bade. Einfach, dass wir frische Leute haben. Ein Wechsel hätten wir noch. Ihr müsst weiterhin alles geben. Wir müssen die auslaufen. Wir müssen die jetzt einfach durch unsere Fitness, durch unseren Fitnessvorteil, gerade auch durch die neuen Leute, müssen wir die jetzt ausspielen. Das muss doch möglich sein. Ich möchte hier nicht mit dem 1:1 rausgehen. Gebt nochmal alles, meine Lieben. Stefan Himmel spielt auf Omri Zoha. Steckt durch auf Horos, auf Lennart Matzke. Gut gemacht, ihr Lieben. Doch hinten drin ist natürlich der Schäfer. Sertic, unser Eckball-Spezialist. Und Himmel dribbelt erstmal. Und schießt dann vorbei. Was er hier gemacht hat, weiß nur Gott. Gelsenkirchen, rote Karte im Fitnessnachteil. Jetzt müssen wir doch in den letzten Minuten noch das Tor machen. Denn Wallace! Gehalten. Der ist halt einfach eine Bank da hinten. Ilja Schäfer. Was für ein Torhüter. Eckball Sertic. Denn Wallace! Schäfer wieder. Was für ein Torhüter. Freistoß. Freistoß Nicolas Dirks. Gunkel. Horos kann ihn nicht abstauben. Wow. Wir müssen alles geben. Omri Zoha bekommt eine gelbe. Kontadüren. Horos. Spiel ab, Junge. Spiel ab. Nicolas Dirks kann ihn nicht verwandeln. Cool, dass ich auswählen durfte. Und das hat man auch im Hintergrund gehört. Spiel ab. Ich meine, Horos ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Es ist nur schlau, dass ich gesagt habe, Spiel auf den Stürmer. Robert Franzen, Dirks,
Matzke! Über das Tor. Eine Chance nach der anderen. Wir können sie nur nicht umsetzen. Und nein, Angriff Gelsenkirchen, bitte nicht. Bitte nicht, nein. Erich Duwe, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Freistoß, Sertic. Nee, Nicolas Dirks. Führt ihn aus. Macht ihn direkt. Spielt nicht ab. Ein guter Schuss, Außenpfosten. Doch wir können Schäfer nicht überwinden. Das gibt es doch nicht. Angriff Düren. Matzke. Auf Zoha. Wieder auf Matzke. Matzke! Wird gefoult. Ich hab's gesehen. Strafstoß. Strafstoß. Gunkel. Bitte mach ihn rein. Bitte, bitte mach ihn rein. Albert Gunkel. Du kannst es doch. Tor! Albert Gunkel macht ihn rein und das ganz sicher. Albert Gunkel zerstört mit einem gezielten Tritt die Eckfahne. Pause. Defensiv. Einmal können wir noch wechseln. Das kostet Zeit. Das kostet Zeit. Ups. Matzke kommt nach links. Wir bringen Weinmann für Zoha. Ich meine, der hat eine gelbe Karte und man muss dazu sagen, er hat jetzt 90 Minuten gespielt. Da darf er sich nicht beschweren. Bleiben aber bei der vollen Anstrengung, ganz ehrlich. Die letzten 4 Minuten können wir auch noch durchpowern. Das müsste der Sieg sein. Wow. Ein ganz, ganz hart erkämpfter Sieg. Und das gegen eine Mannschaft, die wirklich komplett fertig mit den Nerven ist. 6 Spieler haben eine Fitness von 0. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Wir haben es ganz gut gemacht, aber wir haben viel zu viele Chancen gebraucht. 11 Chancen, wow. Und haben natürlich einen 3 reinbekommen. Auf der anderen Seite, wir haben gegen Schäfer gespielt. Ein Torwart, der mal wieder eine 1-0er-Wertung bekommen hat. Hier hat er 1-0 bekommen, 1-5, 1-5, 2-0. Das hier haben wir gesehen, das Spiel. Das war jetzt gegen uns sogar. Gegen Lippstadt allerdings hat er gepatzt. Gegen Lippstadt hat er gepatzt. Stufenfortschritt gesamt. Ist ungefähr bei 39, sofern wir das einschätzen können. Bin mal gespannt, was die Scouts über ihn sagen. Also das, was wir von ihm gesehen haben, war wirklich gut. Wir haben einen schönen Vorsprung auf den 3. Platz, bringt uns aber nichts. Wir müssen Mönchengladbach jagen auf dem 1. Platz, die wieder mal gewonnen haben, aber die haben 2 Gegentore kassiert. Das ist schon mal gut. Aber wir werden nicht über die Tordifferenz rankommen. Wir müssen es über die Punkte machen. 3 Punkte für Düren. Das kriegen wir hin. Irgendwie schaffen wir das. Haben wir jemanden in der 11 des Tages? Nein. Doch, Albert Gunkel. Elias Schäfer, Torhüter. Hier sehr gute Fortschritte. Cody Blau plus 6. Der entwickelt sich so gut. Plus 6. Lennart Matzke hatte bald hier seine kurzen Pässe verbessert und ist hier bei plus 5. Wow. Das ist cool. Ich glaube, diese individuellen Verbesserungen, die kann man mal machen zwischendurch. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt.
Nino Weinmann ist wegen seiner Einsatzzeiten unzufrieden. Ja, das ist natürlich problematisch. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, hey, wir versuchen schon alle mal reinzubringen. 2,8er mit 15 Jahren. Das ist nicht verkehrt. Das ist wirklich nicht verkehrt. Oh nein, wir haben wieder zwei Spiele in nur einer Woche. Düsseldorf 2. Gegen die haben wir schon gespielt. Es wiederholt sich. Am 18. Spieltag. Welchen Spieler wollen wir besonders fördern? Wen haben wir denn noch? Stefan Himmel. Ja, gerne. Gerne, gerne. Ich glaube, das ist okay. Düsseldorf 2 ist der nächste Gegner. Wir haben noch keine Weihnachtsfeier organisiert. Das machen wir. Events. Ne, hier müsste das sein, glaube ich. Weihnachtsfeierplan für 440. Komm, machen wir. Wir planen eine Weihnachtsfeier. Und dann wollten wir nochmal bei HR gucken, nach der Überbelastung. Ja, wir haben hier eine Überbelastung bei der Organisation. Und hier haben wir eine Überbelastung beim Co-Trainer. Aber wir haben ja, wir haben sogar Mitarbeiter abgebaut. Wir haben doch gesagt, Überlastung werden vorgebeugt. Überlastung wollen wir nicht ignorieren, wir wollen sie auch nicht nur ausgleichen, wir wollen ihnen sogar vorbeugen. Und mangelnde Auslastung ausgleichen. Eigentlich sollte das hier so eingestellt sein, dass wir das ändern können hier. Okay, schauen wir mal. Einladung beim Ausrüster, gehen wir hin. Geld anlegen. Nee, auf gar keinen Fall, wir werden ja bald wieder das Geld ausgeben. Macht natürlich Sinn, wenn wir Geld auf der hohen Kante haben. Aber wenn wir Geld anlegen, dann wird es ja auch über einen gewissen Zeitraum angelegt. Und wir wollen hier auf diesen Kontostand ja zugreifen. Im Januar, in einem Monat. Das macht gar keinen Sinn. Wir müssen hier wieder extrem auf Erholung achten. Lass uns nochmal in die Trainingsgruppen reinschauen. Erstmal schmeißen wir hier alle wieder raus. Aus den Gruppen. So. Wem fehlt es denn an Kondition? Schon einigen. Wer muss denn besonders Frische aufbauen? Du. Wollen wir mal alle unter 80 mitnehmen, die sich wirklich nur regenerieren? Ja, machen wir. So, jetzt sind wir hier in der Trainingswoche. Hauen hier Trainingslager rein. Gehen ins Tapering natürlich, das ist klar. Aktive Erholung, hier machen wir nochmal individuelle Fähigkeiten. Und wir müssen die Konditionen endlich mal wieder aufbauen. Das heißt, ihr geht danach in den Ausdauerlauf. Ihr seid super. Ja,
seid nach dieser Woche seid ihr super kaputt. Ihr habt 2 Spiele gemacht, dann noch einen Ausdauerlauf. Nee, das können wir eigentlich nicht machen. Können wir eigentlich nicht machen, komm. Wir machen das Gegenteil. Aktive Erholung und Auslaufen. Wir machen das Gegenteil. Wir können das nicht machen. Das wäre übertrieben. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Ja, die Sponsoren sind super glücklich mit der Zusammenarbeit. Kann ich gut verstehen. Und jetzt kommen wir rüber zum Spiel. Schrottwichteln auf der Weihnachtsfeier, ein tolles Highlight. Und wir spielen gegen Düsseldorf 2. Welche Aufstellung nehmen wir mit rein? Düsseldorf 2 hat gar keinen Lauf, aber eine ganz gute Mannschaft eigentlich. Wir versuchen wieder der Jugend ein bisschen Spielzeit zu geben. Wie sieht es denn mit Zoha Omri eigentlich aus als linker Außenstürmer? Mit 4,5 gar nicht so schlecht, dann bekommt er seine Spielzeit. Ihr bist Leitner, Matzke, Knut, Bade, Dirks, Zoha, Cody Blauhimmel, Dan Wallace, Sertic auf der Bank. Rasch auf der Bank, Ross, Weinmann, Herr Gett, wen holen wir noch auf die Bank? Johannes Ulrich. So. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Eigentlich gar nicht so verkehrt, oder? Was meint ihr? Gunkel und Bade sind schon ein bisschen kaputt. Wir könnten auch sagen, wir spielen von Anfang an mit Guido Rasch und mit Weinmann. Niklas Dirks auch kaputt und mit Nick Jünger. Dann ist niemand müde, mit dem wir spielen. Könnten wir machen. Ich glaube, wir machen es auch genau so. Wir gehen weiter. Hartnäckiges Pressing und Gegenpressing. Wir spielen offensiv. Insbesondere über die linke Flanke. Das sieht soweit ganz gut aus. Düsseldorf hat einen sehr guten defensiven Mittelfeldspieler, aber nur 3 Innenverteidiger oder 3 Verteidiger. Da kommen wir durchaus durch. Nehmen die Zweikämpfe an. Ihr bekommt ein bisschen extra Geld, wenn wir das gewinnen, weil das ist jetzt schon wieder ein harter Brocken. Gerade 2 Spiele in der Woche. Strengt euch ein bisschen an, meine Lieben. Anpfiff Düren gegen Düsseldorf. Düren beginnt mit einem Ballbesitzvorteil. Wir haben auch Heimvorteil. 3000 Menschen sind hier im Stadion. Im Hinspiel haben wir 1:0 gewonnen. Konter Düsseldorf. Ah, schade. Spielaufbau leider verkackt, aber Guido Rasch geht dazwischen. Gut gemacht. Gut gemacht, Guido Rasch. Sieht gut aus. Torraumszenen lassen bisher auf sich warten. Hinspiel ganz knapp nur gewonnen mit 1:0. Sehen auch Teamstärke sehr ausgeglichen. Wir einen Ticken besser. Hätten aber auch noch gute Leute auf der Bank. Darf man auch nicht außen vor lassen. Jakob Martin steckt durch auf Willi Mattes. Viktor Boden. Und Erich Duwe hält ihn. Ich finde gut, dass Erich Duwe wieder in letzter Zeit ein bisschen konstanter geworden ist. Zwischendurch hat er ein bisschen nachgelassen. Jetzt sieht es wieder ganz gut aus. Angriff Düren.
Omri Zoha auf Nick Jünger. Gut gemacht, Omri Zoha. Nick Jünger leider daneben geschossen. Aber ein guter Angriff, hat mir gut gefallen. Nicht die besten Noten, die für uns vergeben werden. Bei der anderen Seite sieht es nicht deutlich besser aus, aber ein bisschen. Keine gute erste Halbzeit. Aber wir haben natürlich auch Kraft gespart in der Halbzeit. Das darf man nicht außen vor lassen und dafür lief es doch eigentlich ganz gut. Ich werde mir mal den ein oder anderen vorknöpfen. Nino Weinmann. Das kannst du besser. Auch Nick Jünger, komm. Nick Jünger, das kannst du ebenfalls besser. Gut. Er sei denn galliger und ekliger Gegner. Alle soweit noch fit. Wir gehen nicht in einen Wechsel rein und starten in die zweite Halbzeit. Wir haben eine höhere Frische als Düsseldorf. Das ist gut. Zweite Halbzeit. Wir werden gallig und eklig. Bisschen mehr Gas geben, meine Lieben. Eckball. Denn Wallace führt ihn aus. Spielt in den Strafraum. Himmel! Mit einem tollen Kopfball. Toll gemacht. Richtig, richtig stark gemacht. Denn Wallace mit der Ecke auf Himmel, der ihn eiskalt reinköpft. Guter, guter Standard. Ganz, ganz toll. Leider zieht es nicht als Vorlage. Eckball Düsseldorf. Wir wollen jetzt keinen reinbekommen, meine Lieben. Erich Duwe steht hinten drin und gibt uns Sicherheit. Sehr gut. 70. Minute. Wir bleiben gallig und eklig. 49% Ballbesitz. Wir schalten noch einen Gang hoch. Erfolg kommt nur im Wörterbuch vor Kampf. Und dann wechseln wir nochmal aus. Die letzten paar Minuten. Frische Männer. Dieter Mark schießt und Duwe fängt sicher. So, jetzt kommt die Auswechslung. Nochmal ein paar frische Leute reinbringen. Sertic und Ulrich in der Innenverteidigung, um nochmal die Abwehr zu stärken. Robert Franzen für den Sturm. Und alle anderen sind, auch was die Fitness angeht, nicht so gut dabei. Wir belassen es dabei. Drei Wechsel, damit wir das hier auch durchhalten können. Und Düren gewinnt wieder einmal gegen Düsseldorf 2 mit 1:0. Das Hinspiel war schon knapp, das Rückspiel war jetzt ebenfalls knapp. Wir hatten 2 Chancen, der Gegner hatte 3 Chancen. Das hier hätte auch ganz anders ausgehen können. Mönchengladbach gewinnt 3:1 gegen Gütersloh. Rödinghausen auch wirklich mit dem Lauf. 6:0. 30er Tordifferenz. Also 7 Punkte aber hinten dran. Platz 1 und 2. Sieht ganz gut aus gerade. Aber wir müssen halt wieder rankommen. Das ist halt das Problem. Wer hat denn hier noch so viel Nachspielzeit? Was geht denn hier noch ab? 118, 119, 120. Minute. Was ist da abgegangen? Ja, sieht aber ganz gut aus. Freut mich. 1:0 gegen Düsseldorf 2. Solide.
Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Wir sind nicht in der Elf des Tages. Nino Weinmann verliert wieder. Also Nino Weinmann bald nicht mehr interessant für uns, muss ich sagen. Ansonsten Stefan Himmel plus 2, Irbis Leitner plus 2, Guido Rasch entwickelt sich auch noch ganz gut, muss man tatsächlich sagen, mit seinen 29 Jahren. Nick Jünger, Robert Neufeld, Johannes Ulrich, Robert Franzen. Ja, ganz solide, würde ich sagen. Keine super Woche, aber auch keine super schlechte Woche. Und hier bei den Trainingszielen kommen wir gut voran. Vor allem Lennart Matzke ist jetzt bald dabei, an seinen kurzen Pässen zu arbeiten. Alles klar. Teamgeist stärkt sich wieder. Durch den Erfolg wahrscheinlich. Sehr gut. Wuppertal. Marketing-Einnahmen liegen über den Erwartungen. Zuschlag von 2000 ist nicht viel, aber nehmen wir mit. Robert Neufeld ist erkrankt, das ist unser Auswechseltorwart, ist überhaupt gar kein Problem. Und wir spielen nochmal gegen Wuppertal. Wir haben uns gut geschont, sehen wir auch. Die Kräfte wurden wirklich gut geschont, gar kein Problem. Wuppertal hat aber eine tolle Mannschaft, aber auch die ist komplett fertig mit allem. Wurde nicht gut geschont. Und deswegen sollten wir, trotz dass wir die schlechte Mannschaft aufstellen, sollten wir besser dastehen, unterm Strich. Ja, wollen wir mit dieser Aufstellung wieder reingehen? Finde ich eigentlich nicht verkehrt. Und dann wechseln wir später. Gehen wieder mit dieser Aufstellung los. Und werden den Gegner insbesondere ausdribbeln. So vielleicht. Wir werden durch unsere hohe Fitness viel laufen und dadurch den Sieg holen. Das heißt, es zählt heute nur diese eine Aufgabe. Wir schmeißen uns vollkommen rein, während der Gegner sich nicht voll und ganz reinschmeißen kann. Und es gibt nochmal eine Sonderzahlung. Wir wollen hier den Aufstieg schaffen. Müssen wir auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Düren gegen Wuppertal, 5. Minute. Wir gehen mit einem hohen Einsatz rein, weil wir eine sehr hohe Fitness haben. Der Gegner hat eine sehr niedrige Fitness. Das kann uns hier den entscheidenden Vorteil geben, dass wir einfach mehr laufen können und bereit sind, mehr zu laufen als der Gegner. Lou Philipp über die rechte Flanke. Charlie Püschel, Lou Philipp und das ist Mike Rohleder. Ein tolles Aufbauspiel von Wuppertal und das hier hätte echt schief ausgehen können. Das wäre ein tolles Tor geworden, muss ich wirklich sagen, das wäre ein tolles Tor geworden. Ganz, ganz tolles Aufbauspiel. Wir spielen ganz gut. Der Gegner noch ein bisschen besser. Haut alles rein, was ihr habt. Wir gehen im Einsatz hoch. Einfach aus dem Grund, weil wir mit unserer Fitness das machen können. Das ist das letzte Spiel diese Woche. Wir sind am Sonntag auf die Erholung gegangen. Das können wir gerade machen. Wir müssen über die Fitness gewinnen. Die geht hier ganz rasant runter. Wir gehen noch ein hoch. Wir müssen über die Fitness gewinnen. Wir müssen sie ins Leere laufen lassen. Halbzeit. Halbzeit 0:0. Wir haben den großen Fitnessvorteil. Und können später Herr Gett für Zoha bringen. Dem es jetzt schon ein bisschen schlechter geht, aber es ist okay. Oder er rückt zurück.
Dann kommt für Matzke. Herget. Könnten wir auch machen. Wir gehen erstmal so rein. In die zweite Halbzeit. Wir ändern erstmal nichts. Wir gehen voll rein und versuchen die Fitness herauszufordern. Wuppertal hat auch keinen Künstler im Team. Auch ein Vorteil für uns. Allerdings sind sie jetzt hier wieder im Angriff. Niklas Ganter auf Erlas. Und Duvel kommt da nicht ran. Keine Chance für Duvel. 1-0 für Wuppertal. Das tut weh. Wir wechseln aus. Zoha rückt zurück. Herr Gett kommt hier oben hin. Justus Bade in die offensive Mitte. Niklas Dirks für Jünger. Dan Wallace rückt auf für Finn Knut. Und hier kommt Sertic rein. Und dann haben wir noch einen Wechsel später. Viererwechsel, voller Einsatz. Auf geht's. Auf geht's. Viererwechsel, voller Einsatz. Wir haben die Fitness, Wuppertal nicht. Das kriegen wir hin. Niklas Dirks, Guido Rasch, Bade! 56. Minute. Wir haben noch 30 Minuten. Wir haben noch 30 Minuten, jetzt alles zu geben. Wir sehen hier die Fitness. Wir haben es fast geschafft. Da kommt er eigentlich nicht gegen an. Das muss doch möglich sein. 70. Minute werden wir nochmal wechseln. 70. Minute. Wir bringen Horos für Leitner. Jetzt heißt es alles geben. Angriff Düren. Justus Bade fängt es ab. Luis Herget auf. Horos. Joker-Tor. Joker-Tor. Bock stark gemacht. Horos nach Vorlage Herget. Beide eingewechselt. Beide Männer. Jetzt noch das Siegtor holen. Jetzt noch das Tor holen. 2-1 holen. Mönchengladbach spielt auch unentschieden. Wie gut wäre das? Schaut euch die Blitztabelle an. Es würde sich nichts tun, wenn wir unentschieden spielen. Wenn wir gewinnen würden, würden wir punktgleich werden mit Mönchengladbach. Das würde uns schon mal viel bringen. Aber schaffen wir es noch, ein Tor zu holen? Wir müssen nochmal reinschauen. Wir gehen jetzt komplett über links. Volle Attacke, extrem offensiv. Ist eine große... Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die dagegen sprechen, das jetzt zu machen. Aber wenn es klappt, dann sind wir punktgleich mit Mönchengladbach. Die letzten Minuten. Und der Gegner hat keine Fitness. Spielende. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Für einen neutralen Zuschauer war das heute sicher kein Leckerbissen. Alle anderen haben immerhin ein Spiel gesehen, das von der Spannung gelebt hat. Das Ganze, meine Lieben, war ein Unentschieden. Mönchengladbach hat auch unentschieden gespielt. Und schaut mal, unser Hinspiel gegen Wuppertal war auch ein 1-1. Wir haben genauso gespielt wie im Hinspiel, sowohl gegen Düsseldorf als auch gegen Wuppertal. Dabei hatten wir den Fitnessvorteil. Wir haben es leider nicht geschafft, es am Ende aufs Spielfeld umzusetzen. Wir haben es nicht geschafft, ranzukommen von den Punkten an Mönchengladbach. Wir bleiben 2 Punkte hinter Gladbach. Aber wir halten den Abstand. Wir halten ihn zumindest.
Oder gibt's da noch was? Andere Spiele laufen noch. Nein, jetzt ist vorbei. 1:1. Unentschieden. Ist in Ordnung. Kann man mit leben. Gar kein Problem. Aber es wäre halt cool gewesen, wenn wir jetzt hier aufgerückt wären. Aber so ist es halt. So ist Fußball. Aber glücklicherweise haben wir noch einen Unentschieden rausgeholt. Glücklicher Punkt für Düren heißt es auch. Haben wir jemanden in der Elf des Tages? Nein, haben wir nicht. Und hier gibt es gute Verbesserungen. Guido Rasch, Cody Blau, Irbis Leitner, Knut Finn und Ross mit jeweils plus 2. Ross doch auch schon alt, 31 Jahre, entwickelt sich immer noch weiter, das ist gut. Frisch und Kondition hat natürlich extrem gelitten in dieser Woche. Ulrich Johannes unzufrieden, dass er so wenig spielt, klar. Albert Gunkel hat sich verletzt. Kopfplatzwunde, Dauer 5 Tage, das ist okay. 6 Tage noch bis zum Pflichtspiel gegen Rödinghausen. Und Rödinghausen hat sich bereits als richtig, richtig starke Mannschaft präsentiert. Rödinghausen hat auch sehr, sehr gute Spieler. 5,6, 5,6, 5,7. Und unfassbar viele 4-Komma-Spieler. Das ist kein leichter Gegner. Ich hoffe, ihr werdet auf der Tribüne stehen und uns anfeuern, um den Traum vom Aufstieg doch noch wahr werden zu lassen. Es ist so spannend. Der zweite Platz, er ist fast wie betoniert, aber ich glaube daran, dass wir den Aufstieg schaffen könnten. Glaubt ihr auch daran? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge.